Hallo und herzlich willkommen zu einem Spezial ohne Bild. Ich sitze ja gerade vorm PC, denke so über das Leben nach, versuche Minecraft zum Laufen zu kriegen und es läuft nicht. In der letzten Folge sahtet ihr so um die Minute 7 oder 6 den altbekannten Fehler von vor 300 Folgen im LPT. Diesmal ohne Maus. Und der Abschluss war, dass das Spiel abgeschmiert ist mit Deckstory. Ja, Deckstory ist mit abgeschmiert. Boah, ist die Musik bei mir laut. Ich habe die noch weiterlaufen hier. Die wird ja nicht mit aufgenommen, leider. Tja, so habe ich dann mir überlegt, was könnte man mal machen? Eigentlich kann ich nichts machen. Ich kann eigentlich nur hier sagen und hallo. Ja. Das finde ich auch gut. Nun habe ich versucht, Dextoy wieder zum Laufen zu kriegen und das läuft nicht. Ich nehme das Ganze jetzt einfach mal weiter auf. Ihr könnt ja mit dabei sein jetzt. Ich versuche das jetzt mal zu starten. So, Dextoy. Ja, startet Dextoy. Den Minecraft-Launcher starte ich jetzt auch nochmal. Weil das ist jetzt wirklich echt ätzend gewesen. Also, dass das Ganze so derbe nicht funktioniert hat. Erst kriege ich 50 Tonnen Meldung out of memory. Dann funktioniert der Minecraft-Launcher. Jetzt erkennt er ihn. Also sehr faszinierend. So, ihr müsstet jetzt Bild haben. Ich kann ja mal das nochmal so probieren. Dann haben wir jetzt auch in die Musik. Ja gut, dann geht das ja so weiter. Ton nehme ich dann weiterhin über Audacity auf. Mal gucken, ob diesmal wieder irgendwelche Fragmente des Pilze plötzlich Öfen werden und solche Rosen dann zu Steinblöcken und Hühner wie der Erde sind. Ich habe den X-Ray übrigens rausgeschmissen. Ich kann mir vorstellen, dass der daran schuld war. Wir gehen übrigens jetzt einmal zu den beiden Wüstenstädten hin und zurück. Maul halten. Um dann herauszufinden, ob es funktioniert. Und Deckstory hat die Angaben auch nicht gespeichert. Das war auch faszinierend. Nimmt er das jetzt richtig auf? Ja, er nimmt im richtigen Ordner auf. Gut. Java. Java so instabil. Ich habe in der letzten Folge mit Bugs angefangen, ne? Also einer der Bugs ist übrigens Bugs Bunny, ne? Einer der Bugs ist ja hier. Nee, was rieche ich denn da? Ich rede scheiße. Also einer der Fehler, sag ich mal. Ach, ich mach mal ein Spiel schlecht. Ihr kennt ja Metro Last Light, ne? Das ist das schlimmste Spiel überhaupt. Okay, ist noch alles normal, dann gehen wir wieder zurück. Ne, und es gibt noch ein Spiel, was mich ankotzt, aber es läuft okay. Also es stürzt. Doch, es ist einmal abgestürzt. Also eine Fehlerquote von 15%, würde ich sagen. Und eine Rage-Quit-Quote von 90%. Das Spiel ist The Crew von Ubisoft. Ich will es nicht schlecht machen, es ist ein geiles Spiel. Aber teilweise. Alter Schwede, ist das ein Lautstärkeunterschied? Also teilweise stürzen die Spiele ab. Also das Spiel zumindest. Ist mir einmal abgestürzt. Es speichert die Ergebnisse nicht, die ja beim MMO-Rennspiel sehr, sehr, sehr wichtig sind eigentlich. Alter, ist das laut.
Ne, und wenn es die Dinger nicht abspeichert, dann macht es echt keinen Sinn. Auch keinen Sinn ist, dass mir die Zeit jetzt davon läuft. Also mir. Dann muss ich das so machen. Ich sehe sonst nicht, wann ich. Hä? Da war die hin. Na, jedenfalls hab ich denn, bin ich dann so gefahren und die Spiele. Beziehungsweise und hab dann extra so eine Rennmission gemacht. Die kosten Zeit, die Dinger. Also das hat wahrscheinlich so 20 Minuten gedauert. Und der hat es nicht gespeichert. Der hat es nicht gespeichert. Also solche Sachen gingen gar nicht eigentlich. Was soll das denn? Gerade Schreck gekriegt, dachte schon wieder, jetzt werden irgendwelche Blöcke verändert. Aber es ist nur Schnee, der hier drauf liegt. Ich vermute mal, es hat hier geschneit, als ich unten am Tunnelbau war. Da habe ich gesagt, ich habe nicht gesagt, dass es regnen soll. Oh nein. Wisst ihr, was gleich kommt? Richtig. Minecraft heads out of memo. Da unten ist übrigens. Da seht ihr das? Da ist der Tunnel. Herrlich. Wisst ihr, was auch geil ist? Ihr habt jetzt kein Bild mehr. Minecraft ist soeben abgestürzt. Ich wollte einfach nur ein Foto schießen. Aber irgendwas funktioniert bei Dextory nicht mit Foto. Du Vollscheißkack. Mann, das ist auch doof. A fatal error has been detected by the Java runtime environment. A fatal shitstorm has been detected by the Let's Player environment. Das Geile ist, ich verstehe von dieser Fehlermeldung rein gar nichts. Das sagt mir. Das wäre geil, wenn die Fehlermeldung sagen würde, an das Ding liegt es übrigens. Aber nein, da kommt so eine Riesenmeldung mit so einem Scheiß. Und mir ist das so kackegal. Fraps. Ich mache jetzt Fraps an und mache ein Bildschirmfoto und diese Fehlermeldung, das wird das Thumbnail. Es ist doch Kacke. Ja, natürlich, irgendwas läuft jetzt so, dass Fraps. Ey. Ach ne, das ist auch falsch angeklickt. Jetzt darf ich mir erinnern. Irgendwas läuft natürlich so verkehrt, dass Fraps das nicht erkennt als Bildschirm hier. Mann, ey, mich kotzt das so an. Mich kotzt das so an. Kernel Base DLL, bla bla bla. Fail to write core dump mini dumps are not enabled by default on client versions of Windows. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich jetzt die Folge nochmal anschaue, wenn ich mir die Folge jetzt nochmal anschaue, das tue ich jetzt auch. Ich habe noch nicht mal Bild. Doch, ich hatte Bild. Fraps hat es nur verändert. Ach, ich bin irgendwo. Ach, ich bin bei der Schlucht hängen geblieben. Ach, fick dich, ey. Irgendwie habe ich keine Lust mehr, Minecraft zu spielen. Nicht, wenn das so extrem abstürzt. Tja, schade, dass das ausgerechnet bei den Weihnachtsfolgen passieren musste. Naja, mal sehen. Ich werde mal was überlegen. Aber, tja.
So wie es aussieht, funktioniert gar nichts mehr von Minecraft. Und ich habe mich so gefreut, dass das funktioniert. Und tja, das Ganze muss ich jetzt revidieren. Das ist irgendwie scheiße. Naja, dann habe ich jetzt wenigstens eine Spaßfolge aufgenommen. Leider von 4 geplanten Videos sind es nur 3 geworden. Verdammt. Heute funktioniert aber auch gar nichts. Naja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.